Nach jahrelangem Training wurde ich ein wahrer Jedi. Jetzt diene ich dem Orden und kämpfe für die Galaktische Republik, um die zu besiegen, die sie zerstören wollen. Nur ein Gebäude im Sektor wurde weiterhin konstant mit Energie versorgt, als ihr die Energieleitungen gestört habt. Das muss das Hauptlabor sein. Ich übertrage die Koordinaten. Wir haben keine Ahnung, was euch, abgesehen von Agent Galen und den Testsubjekten dort drin, erwartet. Wie wollt ihr vorgehen? Ein Jedi ist immer bereit, ganz gleich, welche Überraschungen der Feind auf Lager hat. Mit etwas Glück erwischt ihr den Feind unvorbereitet. Euch erwartet ein heftiger Kampf. Auf in den Tod. Kontaktiert mich, wenn es vollbracht ist. Rikan Ende. Wir haben euch erwartet, Jedi. Darth Angral erzählte mir, dass ihr Wächter 1 und Inquisitor Farrakh besiegt habt. Beeindruckend. Ach, deshalb seid ihr nicht hier. Ihr habt Angst, nicht wahr? Soldaten, legt eure Waffen nieder. Ich verspreche euch eine faire Behandlung. Und das ist mehr, als ihr verdient. Ihr habt gute Männer im Rekrutierungszentrum getötet. Loyale Soldaten. Die Besten. Sie dienten dem Bösen. Die Galaxis wird sie nicht vermissen. Euch wird auch niemand vermissen. Ich habe Commander Grohl versprochen, dass er euch persönlich ausschalten darf. Ich habe ihm ein paar Geschenke zur Hilfe dagelassen. Mark 1 Superwachen. Nicht so zerstörerisch wie meine neuesten Modelle, aber schnell zu fertigen und äußerst gefügig. Ihren nutzlosen Verstand zu löschen und sie mir zu unterwerfen, war ein Kinderspiel. Ihr seid wahnsinnig. Was habt ihr diesen Leuten angetan? Ich habe sie perfektioniert. Was nützt eine Waffe, die man nicht kontrollieren kann? Sie waren nur Fremde, ohne jegliche Bedeutung. Tötet den Jedi, schneidet dem Padawan die Zunge heraus und bringt sie... Wir sind zu spät, Rika. Darth Angrals Schüler hat das Labor verwüstet. Hier ist nichts mehr zu holen. Bei einem imperialen Offizier habe ich ein verschlüsseltes Datenpad gefunden. Es sieht wichtig aus. Vielleicht befinden sich darauf Informationen, wohin der Feind sich zurückgezogen hat. Bringt das Datenpad zurück zum Hauptquartier. Meine Hacker werden die Verschlüsselung knacken. Wir müssen schnell sein, um den Feind noch aufzuhalten. Beeilung! Was ihr getan habt, macht sich überall bemerkbar. Ich habe Süchtige nach Norden und Süden ziehen sehen. Sie suchen neue Quellen. Aber alle, die sie gefunden haben, waren schon überschwemmt. Sie haben fast alle weggeschickt. Wie sehr werden sie leiden? Ich hab's durchgemacht. Wie Eis in den Venen, Krämpfe und Übelkeit. Aber es ist, als ob man einen Splitter entfernt. Sobald er draußen ist, was ihr getan habt, wird einige Leben verändern. Nehmt das mit auf den Weg. Ich habe von einigen Querelen in der Quarantänezone gehört. Ich schätze, das wart ihr. Das kann ich nicht leugnen. Wer auch immer der Republik Schwierigkeiten bereitet hat, jetzt ist er wohl aus dem Geschäft. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass Soldaten der Republik sich vom Club Uphora fernhalten. Passt auf euch auf. Falls ihr die Möglichkeit habt, ein alter Freund im Industriesektor könnte jemanden wie euch gebrauchen. Er heißt Ghanouk. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Rikan gesagt, dass diese Basis verraten wurde. Der Chief ist tot. Alle sind tot. Was waren das für Dinger? So wie die ich im Hauptlabor bekämpft habe. Nur noch stärker.
Ihr habt uns im Dunkeln tappen lassen, die Superwacheneinrichtung verschwiegen, uns nie von diesen Waffen erzählt. Wir sind hier geblieben und haben eure Mission unterstützt, obwohl wir längst hätten fliehen sollen. Diese Toten gehen auf euer Konto. Euer Vorgesetzter hat entschieden, dass ihr hier bleibt, nicht ich. Ihr seid ein Jedi. Ihr hättet ihn zum Zuhören zwingen können. Nach Rikans Tod habe ich nun das Kommando. Die Operation ist beendet. Agent Diaz, wir verschwinden. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Chief Rikan hatte versprochen, diese imperialen Dateien zu entschlüsseln. Klärt das mit ihm. Seine Leiche liegt da hinten. Wartet einen Moment. Niemand sonst außer dem Jedi könnte diese Dinge aufhalten. Ich habe euch einen Befehl gegeben, Agent. Ich habe im Gefecht wohl mein Gehör verloren. Gebt mir das Datenpad. Ich gebe mein Bestes. Entschlüsselung abgeschlossen. Der Feind hat alles aus dem Superwachenlabor in eine Notfalleinrichtung gebracht. Ich kenne diese Koordinaten. Eine imperiale Fabrik auf der Industrieebene. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Lasst diesen Abschaum für das zahlen, was sie uns angetan haben. Ihr habt eure Informationen. Der Rest liegt an euch. Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Sucht euch ein sicheres Versteck, bis das alles vorbei ist. Sir, wir sollten General Varshatra informieren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich habe die Rückzugsposition des Feindes markiert. Viel Glück da unten. Verschwinden wir hier, Agent Diaz. Das lässt sich nicht bestreiten. Ich werde euch nicht dabei helfen, euch an menschlichem Leiden zu bereichern. Wir können kooperieren. Einmal. Erwartet nicht, dass sich das wiederholt. Ich habe die gesamten Aufzeichnungen von Beta Life. Meine Diskretion ist euch gewiss. Ich sollte es besser wissen, als auf einen Hutten zu hören. Aber das sieht nach einem wichtigen Fall aus. Dieses Labor sollte ausgelöscht werden.
Wanda-Umpa, Mira-Babaula, Jake, Hasa, Bobo-Biselum, Ahumpa, Kutula-Musta, Obradi-Tampio, Dupushimompa. Endlich, ein Mensch ohne imperiale Uniform. Sowas sehe ich selten, während uns das Imperium hier bis zum Umfallen schuften lässt. Ich bin Ganuk. Offiziell bin ich Vorarbeiter, aber die meiste Zeit über organisiere ich den Widerstand. Zuerst die Hutten und jetzt das Imperium. Ein Jedi hat immer Zeit, um einem Freund der Republik zu helfen. Noch nie haben wir Hilfe dringender gebraucht. In der Nähe gibt es eine Chemiefabrik. Meinen Quellen nach entwickelt das Imperium dort Gifte, um spezielle, empfindsame Spezies zu töten. Ich habe eine Agentin losgeschickt, um weitere Informationen zu sammeln, aber sie ist verschwunden. In der Fabrik wimmelt es von imperialen Wachen. Wir können sie also nicht infiltrieren. Ich brauche einen direkten Angriff. Wir müssen in ihren Hauptcomputer und ihre Pläne aufdecken. Das Imperium kann nichts vor mir verheimlichen. Ich werde es tun. Schön, dass ihr so denkt. Findet den Hauptcomputer, schließt diesen Datenscanner an und ich erhalte Fernzugang. Dann finden wir heraus, wen genau das Imperium mit seinen Chemikalien vergiften will. Ich habe Zugang. Ausgezeichnet. Die Schutzmaßnahmen habe ich gleich ausgeschaltet. Ruht euch einen Moment lang aus. An ihrer Verteidigung vorbeizukommen war bestimmt nicht einfach. Nur noch eine Sekunde und... Da, ich bin drin. Da haben wir es. Alles über die Gifte, ihren Zweck und diese Chemikalien. Das Imperium benutzt sie, um alle Evoki auf Nashadar zu töten. Vielleicht eine Gefälligkeit für die Hutten. Das ist ein Verbrechen gegen die Galaxis. Das werde ich nicht tolerieren. Wir müssen rasch handeln. Wer weiß, wie viele Evoki sie schon getötet haben. Es scheint, diese Chemikalien werden in einer Art Vernichtungsanlage verwendet, die von Commander Vergos geleitet wird. Ihr müsst die Anlage stürmen und sie stilllegen. Jetzt! Ich sehne mich schon lange nach einem guten Kampf. Danke. Ihr habt den Dank der gesamten Evoki-Gemeinschaft. Schafft es in die Vernichtungsanlage und findet einen Weg, sie stillzulegen. Nicht schlecht. Ich dachte schon, mir wird übel, wenn mich diese Imperialen noch einmal anrühren. Ich bin Calda Biss, Agentin der Republik. Hat Ganuk euch geschickt? Ich habe die Chemiefabrik für ihn ausgeschaltet. Schön, dass er euch gefunden hat. Ihm läuft die Zeit davon. Vergos, der Kommandant hier, ist ein Ungeheuer. Als ihr die Chemiefabrik zerstört habt, wurde das Morden hier noch schlimmer. Jetzt versteckt Vergos sich in seinem Kommandoposten und tötet Evoki. Das gehört zu seinem Vernichtungsprogramm. Ihr müsst ihn eliminieren. Ich spüre das Leid der Evoki. Es wird bald enden. Gut so. Ich hole Verstärkung von der Republik und bin bald wieder bei euch. Beeilt euch. Schaltet Vergos aus. Dann ist sein Vernichtungsprogramm Geschichte. Meine Arbeit ist fast vollendet. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Meine Evoki-Freunde werden sich gedulden müssen, bis ich euch vernichtet habe. Ihr seid erledigt, Vergos. Gebt auf, solange ihr noch könnt. Man kann mich nicht aufhalten. Wie kann ich das einem Lakaien der Republik erklären? Fremdlinge sind schmutzig und schwach. Schandflecke der Galaxis. Ich folge dem Willen des Imperators und schmiede Allianzen. Dies ist nur der Anfang. Was plant das Imperium? Wollt ihr auch auf anderen Planeten Fremdlinge töten? Genug! Wenn ich dem Imperator meine Opfer präsentiere, werdet ihr ganz oben auf dem Leichenstapel liegen. Das Imperium hat jahrzehntelang an dieser Operation gearbeitet. Es wird hier nicht enden. Seid still, Vergos! Ihr seid erledigt! Worauf wartet ihr? Tötet das Monster! Wartet! Ich weiß alles über die anderen Vernichtungsanlagen. Ihr könnt es euch nicht leisten, mich zu töten. Er lügt! Tötet ihn! Seid nicht dumm! Tötet mich und ihr habt nichts erreicht. Genießt die Gastfreundschaft der Republik. Ihr werdet euer ganzes Leben dort verbringen.
Hoffentlich macht ihr das Richtige. Überlasst die Entscheidungen euren Vorgesetzten, Mädchen. Ich freue mich schon darauf, euch zu befragen. Das fühlte sich gut an. Ihn auszuschalten war das Richtige. Die republikanischen Truppen haben mich gerade kontaktiert. Ihr habt die Anlage eingenommen. Und Calder, wo ist sie? Ihr braucht nicht weiter zu suchen, Chief. Eure Freunde haben mich befreit. Und Commander Verghost gefangen genommen. Doch wenn ihr mich fragt, hätte er den Tod verdient. Ich kam her, um die Situation zu bereinigen, nicht um sinnlose Morde zu begehen. Das ist wahr, Jedi. Lebendig ist er für uns wertvoller. Ich muss mich verabschieden. Die Überlebenden treffen jetzt ein und sie brauchen meine Hilfe. Die Evoki stehen in eurer Schuld. Ihr habt uns die Kraft gegeben, weiter um unsere Heimat zu kämpfen. Ghanouk hat recht. Ihr solltet stolz sein. Und ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich übernehme jetzt. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Wer wird mich dazu zwingen, euch weh zu tun? Er hat mich bereits dazu gezwungen, meine Kameraden im Stich zu lassen. Jetzt sind sie tot. Agent Galen? Was ist euch zugestoßen? Dieser Schmerz. Wenn ich mich widersetze, er gewinnt immer. Die anderen Superwachen sind gehirnlose Maschinen. Wieso seid ihr anders? Er wollte es so. Und er weiß, dass ihr hier seid. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Eure ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Er hätte mich angreifen können und hat es nicht getan. Sein Wille ist stärker als der eure. Ich habe ihn nur noch nicht ausreichend motiviert. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ziel Jedi. Ich habe euch gewarnt. Ihr gewinnt immer. Aufhören. Ich habe die Kontrolle wieder. Der Schaden, den ihr mir zugefügt habt, hat die Neuralkontrolle deaktiviert. Zumindest vorübergehend. Ich spüre schon, wie meine Systeme sich selbst reparieren. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark III Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen, alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Der Sith könnte Tausende oder gar Millionen dieser Superwachen bauen. Sadich baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen. Ich gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich! Es muss einen Weg geben, euch zu befreien. Gebt mir Zeit, um Sadich zu besiegen. Mich befreien? Hiervon? Selbst ohne Sadich-Kontrolle würde ich nicht so weiterleben wollen. Tut mir leid, aber mir steht es nicht zu, über euer Leben zu richten. Vergesst eure Jedi-Ideale! Ich bin eine Gefahr für euch und die ganze Republik! Wenn ihr nicht das Richtige tun wollt, werde ich es selbst tun. Betet zu den Sternen, dass ihr mich nie wieder seht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sollten uns beeilen und diese Basis suchen. Die Imperialen werden keine Biowaffen mehr in diesem Labor produzieren.
Seid leise. Diese Gebäude sind zwar verlassen, aber man stößt immer wieder auf imperiale Suchdroiden. Zen Lauren, republikanischer Geheimdienst. Danke, dass ihr gekommen seid. Wie ich höre, seid ihr für die fremdartigen Flüchtlinge hier zum Helden geworden. Wollt ihr bei einem Gefängnisausbruch mithelfen? Wollt ihr mir nicht erst einmal genauere Informationen geben? Eine weise Entscheidung. Sogar Gruppen wie eure müssen ihre Kräfte einteilen. Es geht hier um das Imperium und die Gräueltaten, die es hinter Nar Shaddas Neutralität versteckt. Das hier ist die Schattenstadt. Ein Gefängnis voll mit den übelsten Attentätern des Imperiums und mit Wahnsinnigen, die hier ruhig gestellt werden, bis die Sith sie wieder brauchen. Warum sollten wir imperiale Gefangene freilassen? Hier landen nicht nur Imperiale. Das Imperium hat seine Kriegsgefangenen, unsere Männer, im schlimmsten Teil dieses Drecklochs eingesperrt. Im Lager 27. Wir wissen, dass sie dort Akodomi festhalten, einen der Jedi-Helden der Schlacht von Sulust. Wir wollen ihn zurück. Klingt nach einer würdigen Aufgabe. Wie ist die Aussicht auf Erfolg? In einem Wort? Schlecht. Ich habe noch nie so strenge Sicherheitsvorkehrungen wie im Lager 27 gesehen. Ihre Zugangscodes sind unter den Wachen aufgeteilt. Niemand kommt alleine hinein. Und alle paar Minuten wird der Code wieder geändert. Dafür gibt es hoffentlich einen Plan. Ihr müsst die Wärter abpassen, wenn sie außerhalb der Schilde sind und euch die Codes von ihnen besorgen. Das Problem ist, ihr braucht alle. Niemand hat mehr als einen Teil. Soll ich zurückkommen, wenn ich sie habe, oder gleich reingehen? Kommt zurück. Ich brauche eine Kopie der Codes. Für den Fall, dass ihr es nicht mehr rausschafft. Viel Glück und beeilt euch. Wenn sie die Codes ändern, bevor ihr drin seid, sind wir verloren. Ich habe die Codes. In Ordnung. Lasst mich sie scannen. Wenn das nicht funktioniert, haben unsere Techniker das nächste Mal wenigstens einen Startpunkt. Bis zum Abend wird Lager 27 Geschichte sein. Hoffentlich habt ihr damit recht. Die Codes werden nicht mehr lange gültig sein. Beeilt euch und benutzt sie, um reinzukommen. Verschafft euch Zugang zur Sicherheitskonsole und sagt mir, wenn ihr drinnen seid. Wenn euch alles gelingt, werdet ihr einen echten Helden der Republik befreien. Quando vous êtes neuf septième une question lusutu otsulu retau. Rugel afna mul confu esses quenu un su sposu. Jonu luganda la modu odada tustakun. Sklavenhändler auszuspionieren ist gefährlich. Rasjonatofu. Zakazag urgelu qualcuntas urtumu nulla uma. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Und Jornaron. Uju numsa btutub, guzu aga, nueska numska bala. Musu tueg non guschele sigru, u jurepensu sensta. Seid ihr Kessler? Chaskruni dopat kurira, dokanki kum. O grani tampio da pushi wompa. Tula musta. Chonki faguta, chiho poda gi otto vokise. Alice meinte, ihr hättet sie sicher irgendwo hinterlegt. Chikospa ini gudad iji gliska chanagawa. Piti do tenyago kaka jojo, da biska ku paliya. Umpa hupa. Chiquilla un pasa do bisca. Ein Moment. Unsere Hacker versuchen, die Leitung anzuzapfen. Ja, das ist fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass ihr es allein reingeschafft habt. Wir haben das bisher nur als Gefangene vollbracht. Lasst euch das nicht zu Kopf steigen. Niemand weiß, was das Imperium hier alles verbirgt. Haben wir sowas wie eine Zellennummer? Die Zeit drängt. Wir haben keinerlei Informationen über diesen Ort. Wenn ihr Leute in den Zellen findet, geht einfach davon aus, dass es unsere sind und holt sie da raus. Euer Primärziel ist Akodomi. Er ist ein Jedi und hat die Rettungsmission auf Sulust angeführt. Ohne ihn hätte das Imperium den halben Planeten versklavt. Leider wurde er dabei gefangen genommen. Ich werde ihn retten. Ihr müsst mich nicht überreden. Ich denke, zusammen habt ihr da drin eine Chance. Ich schicke ein Team los, das außerhalb der Schilde warten wird. Sie können euch auf eurem Weg hinaus unterstützen. Viel Glück. Bitte, tötet mich nicht. Ich kann euch helfen. Wonach ihr auch sucht, ich kann es finden. Ich bin hier, um den Jedi zu befreien.
Akudomi, ihr wollt wirklich? In Ordnung. Wenn er es ist, den ihr wollt, werde ich ihn rufen. Kein Problem. Gleich hier. Und jetzt werde ich dort drüben warten. Wer kommt da zu mir? Ich bin Akudomi, Gebieter über Lager 27. Niemand sucht mich auf. Soldaten würden eher sterben, als mir ins Gesicht blicken zu müssen. Kommt zurück zur Republik. Wendet euch von dem ab, zu was das Imperium euch gemacht hat. Wie langweilig. Werdet ihr mir jetzt euer Mitleid anbieten? Oder Heilung? Eine Chance, zum Licht zurückzukehren? Ich lebe hier seit 6 Jahren. Ich habe gesehen, wie sich eure republikanischen Helden gegenseitig für ein Stück Fleisch zerreißen. Ich kenne die wahre Natur des Menschen. Dort gibt es kein Licht. Es gibt vielleicht einen Weg, um euch zu heilen. Mit Freude werde ich zusehen, wie euer naives Fleisch unter der Peitsche des Folterknechts weggebrannt wird. Schlachtet sie ab, meine Schüler. Ganz langsam. Gefiel euch das? Ich spüre die Dunkelheit in euch, die Freude, die ihr beim Töten meiner Schüler verspürt habt. Werdet ihr mich auch töten? Oder verlangt euer Hass nach mehr? Wollt ihr mich lieber schreien sehen? Mich tagelang quälen, während ich mir nur den Tod wünsche? Kommt zurück, und ihr könnt wieder der Mann sein, der ihr einst wart. In Ordnung. Macht eure leeren Versprechungen. Rettet mein Leben. Mich zurück zur Republik zu bitten, ist, als würdet ihr euer eigenes Fleisch vergiften. Früher oder später werde ich euch töten. Wir kümmern uns jetzt um ihn. Mit dem nächsten Raumschiff trifft eine Jedi-Heilerin ein. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ich wünsche ihr Glück. Um jemanden zu heilen, muss man sein Herz öffnen. Sobald sie das tut, werde ich sie verschlingen. In Ordnung, Jungs. Knebeln und abführen. Und dann lasst uns von hier verschwinden. Die Maschinenmodelle sind stärker, als ich dachte. Kaum noch was von mir übrig, nicht wahr? Valen, diese Wunden. Wir können nichts mehr für euch tun. Ich bereue nichts. Es war meine Entscheidung. Man wird euch als Held in Erinnerung behalten, Galen. Das verspreche ich. Ich habe diesen Beruf nicht des Ruhmes wegen gewählt. Findet Zadic und zerstört das Superwachenprojekt. Ich zähle auf euch. Ihr seid wirklich stark, dass ihr bis hierher gekommen seid. Aber nicht stark genug. Ich bin jetzt mehr als nur ein Sith. Viel mehr. Er ist groß, das muss ich ihm lassen. Bemerkenswerte Technologie, so vielseitig. Ich habe gerade 17 verschiedene Wege errechnet, um euer Leben zu beenden. Nur ein Verrückter würde seine Menschlichkeit für Stärke aufgeben. Kein Preis ist zu hoch, um zur Inkarnation des Krieges zu werden. Zu schade, dass ihr nie verstehen werdet, wie sich wahre Stärke anfühlt. Vielleicht füge ich euch später doch meine Armee hinzu. Darth Angral würde es sicher gefallen. Vielleicht lasse ich sogar euren Verstand unversehrt, so wie bei Agent Galen. Ich werde euch niemals dienen. Und ihr werdet auch niemandem mehr wehtun. Ihr irrt euch. Tut nicht so überrascht. Leuten zu folgen ist unser Job. Agent Diaz hat im Hauptquartier einen Peilsender an eurem Rücken angebracht. Reine Routinemaßnahme. Keine böse Absicht. Ich wollte früher hier eintreffen, aber es ist ganz schön kompliziert, ohne ein Lichtschwert in imperiales Gebiet vorzudringen. Ich bin froh, dass ich diese Basis nicht alleine halten muss. Wir werden nicht lange bleiben. Das sind die Schwarzen Sterne, eine Spezialeinheit. General Vasatra hat einen Gefallen von General Garza eingefordert und sie hierher beordert. Wir vernichten diese Einrichtung und stellen sicher, dass hiervon nichts mehr verwertet werden kann. Ich habe die Superwachen-Dateien gefunden und auch die Aufzeichnungen darüber, wie sie kontrolliert wurden. Eure Befehle? Diese Technologie ist zu grausam, darf nicht existieren. Löscht sämtliche Daten. Das sehe ich anders, aber ich bin froh, wenn es vorüber ist.
Fahrt fort, Agent Diaz. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir folgen euch in Kürze. Wir müssen nur noch die Brandsätze platzieren. Die Zusammenarbeit mit euch war höchst interessant. Viel Glück.